So, 0,2 Zyklen haben wir noch. Wir können die nächsten 200 Kolonisten transferieren. Von der 6 in die 5. Nur Kolonisten 200. Ja, und ich habe schon die 200 Nicht-Arbeitskräfte da, um die auszubilden. Die nächsten. Wunderbar. So, Batterien sind fertig. Die sind auch bald geladen. Wir müssen jetzt halt nur noch ein paar Shuttles immer wieder nachbauen. So. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier machen dürfen. Die Administratorstätte wurde errichtet. Die Energieanlagen sind einsatzbereit. Die Sauerstoffrückgewinnungssysteme sind in Betrieb und der Standort wird bei optimalen 18 Grad gehalten. Wir haben außerdem relevante Daten über das Problem des Atmosphäreneintritts gesammelt und an die Teilchen übermittelt, um die dortigen Bemühungen zu unterstützen. Ja, nice. Errichte die Konsortiumstätte. Ja, immer noch wieder mit der Vitakalei. Da müssen wir jetzt nochmal Ressourcen rüber schaffen. Das heißt, ich werde es mal wieder ein bisschen laufen lassen. Und ich hoffe, die Piranesi sind nicht zu früh auf Remus. Das dauert noch ein bisschen. Wir haben erst 1000 von 3000 Kolonisten, klar. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Ich lasse ein bisschen rauschen. Wenn das Ding gebaut ist, die Kolonisierungsstätte, bin ich wieder mit euch am Start. So. Kurzer Zwischenstand. Es wird Nahrung rübergebracht. Wir sind tatsächlich noch dabei. Die Piranesi ist fast bei Remus angekommen und wir haben gerade mal die Hälfte der Kolonisten trainiert. Ich fürchte, das wird zu einem Problem. Vielleicht hätten wir schon früher damit anfangen müssen, Kolonisten auszubilden, aber gut, im Prinzip war es klar, dass wir irgendwann eine größere Kolonie errichten, aber ohne die Aufgabe war es jetzt schwer vorauszusehen, wie viel man da wirklich braucht. Ich bin mir nicht sicher, was die mit Remus veranstalten und wie viel Zeit wir noch haben, um Romulus fertig zu besiedeln. Ich baue jetzt mal die letzten zwei Shuttles. Die werden locker fertig. Das ist überhaupt kein Problem. Oh scheiße, jetzt ist gerade hier ein Unfall in der blöden Halde. Dauert halt relativ lange, bis die so ausgebildet werden, die Gutsten. Upsi. Ich habe schon wieder neue rübergeschickt. Hier sind nur noch 365 Nicht-Arbeitskräfte. Das heißt, ich werde mich noch aus Sektor 4 bedienen müssen. Wäre aber nicht so das Problem. Problem wäre, wir bräuchten eigentlich, wäre es geil, wir würden hier eine Andockbucht reinkriegen. Um die dann abzutransportieren, aber ich fürchte, das wird nichts. Also ich würde hier oben erstmal alles einfach so abreißen, aber das ist, glaube ich, nicht so eine geile Idee. Zentrum für alternatives Leben könnten wir abreißen, das eine Haus auch. Datenabhörzentrum. Möglicherweise könnten wir hier eine Andockbucht reinquetschen. Allerdings wäre das Haus dann hier, glaube ich, auch noch im Weg. Wäre viel leichter abzutransportieren. Würde ich kurz vorher machen, bevor wir fertig sind mit den Kolonisten. Der nächste Schwung ist gleich durch. Dann schicke ich wieder von 6 in 5 die Kolonisten. 200, sobald sie fertig sind. Sind sie, also weg damit. Und gleich neue Nicht-Arbeitskräfte, wenn die 6
So geht das jetzt erstmal hier die ganze Weile noch weiter. So. Ja, die Aufgabe mit den Shuttles ist sofort fertig. Müsste doch jetzt direkt das letzte fertig gebaut werden, oder? Ich habe doch zwei. Ah ja, jetzt ist es fertig, okay. Zweimal muss das Schiff noch fliegen. Das klaut uns jetzt wieder ein paar Kolonisten. Komischerweise werden die tatsächlich von der Gesamtsumme abgezogen, obwohl die auf dem gleichen Planeten landen. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Ich denke mal, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich hole euch dazu, entweder wenn wir fertig sind oder wenn die Piranesi auf Remus ankommt. So lange lasse ich es jetzt erst nochmal rauschen. Dauert noch ein bisschen, ne? Und ich guck mal, ob ich das vielleicht abgerissen kriege, um hier schon mal noch eine Andockbucht zu bauen. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Was dann so passiert. Also, bis gleich. Die Piranesi ist kurz vor Remus angekommen. Ich bin natürlich noch lange nicht fertig. Wir haben 2300 Siedler ausgebildet. Und, Open your eyes, Administrator, and see. See how I reduced the prospects of the future. They are only fit for assimilation in my bowels. See how even a planet is nothing compared to the perfect being. Das ist schlecht. Was macht ihr jetzt mit dem Remus-Dingens? Ich bin mir nicht sicher, dass wir hätten schnell genug sein können, um Remus zu retten. Hätten wir natürlich schon alle Siedler da gehabt, hätten wir vielleicht eine Chance gehabt, aber ich hätte niemals 3000 vorbereitet, glaube ich. Ja, was ist denn du? So, Moment, ich, ja. Schafft er das? Ja, jetzt kommt die letzte Fuhre. An Siedlern kommt jetzt rüber. Ich bilde hier neue aus. Ich muss das kurz am Laufen halten. Das heißt, 182 Siedler können noch in Sektor 5. Und wir haben alle da auf dem Planeten. Hier ist auch noch genug Platz, da kriegen wir erstmal noch welche rein. Ich hatte hier in der 6 nochmal zwei Häuser dazugestellt, damit wir hier noch ein paar mehr lagern können. Und ich habe die Andockbucht hier reinbekommen. Das heißt, wir können dann von hier auch direkt von der 5 ausliefern. Hat jetzt nicht so viele Auswirkungen gehabt, dass wir das Zentrum für alternatives Leben abgerissen haben. Und ja gut, Abfall haben wir eh genug. Das Datenabhörzentrum war jetzt auch nicht mehr so dringend erforderlich. Warte mal, habe ich noch nicht Arbeitskräfte? Nee, ich muss wieder schicken von der 4. In die 6. Nicht-Arbeitskräfte 200. Damit die nächsten direkt ausbilden können. Und die 200 laufen mir jetzt schon wieder, ne? Im Moment. Ja, die sind sogar gleich schon wieder fertig. Dann warten wir noch eine Sekunde. Ich weiß nicht, ob die Remus schon platt gemacht haben. Aber... Ja, 200 Kolonisten. Ach, die sind noch nicht da, ne? Warte mal, dann können wir schon mal von der 6 in die 5. 200 Kolonisten schicken. Und sobald die ankommen, können wir die nächsten... Werd mal fertig jetzt bitte, was dauert denn hier jetzt so lange? Okay, gleich haben sie Remus verschluckt. Hat aber auch einen Vorteil, dass wir uns nicht mehr mit denen rumärgern müssen.
Und wir den das Sonnensystem dann für uns hätten, ne? Scheiße. Ich weiß halt nicht, ob es machbar gewesen wäre. Aber das werde ich auch jetzt nicht mehr rausfinden. Bin schon wieder total verwirrt. Mehr Kolonisten, wir haben es bald. Gott, ist das ein Drama. In Sektor 1 ist irgendwas kaputt gegangen. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass wir den Punkt hier noch nicht weiter erforschen konnten. Was haben wir jetzt noch offen? Ein in der Andockbucht. So. Kannst du von mir aus nochmal erforschen. Das hätte ich auch wahrscheinlich schon mal ein bisschen eher machen können, dass die Frachtschiffe ein bisschen schneller fliegen. Hätte jetzt auch geholfen. Oh ja. Wahrscheinlich gleich Game Over, wenn die das wegcachen. Dann müsste ich quasi nochmal von vorne anfangen. Oh mein Gott, das wäre ärgerlich. Errichte die Konsortiumstätte. Wir sind in Arbeit. Sehr gut. Dann mach mal bitte neue Siedler. Schick direkt neue Nicht-Arbeitskräfte rüber. Von der 4 in die 6. So. Sieben, zwei, neun. Ja, danach noch einmal, dann hätten wir es. Ja, doch mal. Ich glaube, man kann es hinkriegen. Das ging jetzt doch zum Ende noch ein bisschen schneller, als ich dachte. Ist jetzt die Frage, wenn wir uns Remus angeschlossen hätten, wie es dann ausgegangen wäre. Mal schauen, ob ich das in meiner anderen Runde vielleicht nochmal rausfinde. Aber jetzt im Augenblick können wir eigentlich nicht mehr viel tun, als die letzten Kolonisten noch abzuwarten. Und, naja, sehr gut. Wir sind wieder 200 angekommen und ihr seid sofort fertig. Oh, hier ist eine Request. Oh! Remus wurde verglast. Die Piranesi hat den Planeten getötet. Auf der Oberfläche ist nichts mehr übrig. Upsi! Gut, das paradiesische Traumende. Indem wir alles retten, was man retten kann, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin, glaube ich. Naja, kleine Fehler passieren immer wieder. Passt hier noch was? Ein Planet geht da schon mal drauf. Am Anfang wurde auch die ganze Erde zerstört, also. Von der 6 in die 5, ein paar Siedler, scheiße. Oh nein, wir müssen noch eine Stätte aufbauen. Die Konsortiumstätte ist fertig. Die Agrarsysteme sind funktionsfähig. Die Krankenstation ist ausgerüstet und einsatzbereit. Sehr gut. Und die Forschungslabore wurden mit der nötigen Ausrüstung bestückt. Wir haben mehr als die Hälfte der für eine erfolgreiche Besiedlung von Romulus erforderlichen Arbeiter abgeschlossen. Jetzt muss ich die Kacke auch noch aufbauen. Kann ich da ein anderes Schiff nehmen, was ein bisschen mehr Ressourcen bewegen kann? Ja, 36, aber ich glaube, das macht nicht den entscheidenden Unterschied, ne? Ich nehme wieder die Vita Kalei. Jetzt wird es aber doch nochmal eng. Nicht, dass hier die nächsten Planeten auch noch verglasen. Da muss ich auf Palatin wohnen oder so. Da war es nicht so gemütlich.
Scheiße. Okay, die nächsten Siedler wurden transferiert. Direkt wieder ausbilden, bitte. 2,7. Wie viel haben wir jetzt hier? Das könnten wir so lassen. Wir müssen jetzt nur noch... Wir können nur 200. Ja, schickt nochmal 200 von der 4 in die 6. Dann sind wir aber durch. Könnte ich das auffangen? Ja. ...2716 Siedler. Okay. Nice. Ich hoffe, wir haben dann alles. Bis auf diese olle Ashtangitenstätte da. Die sollten wir hoffentlich noch... Oh Gott. Du bist auch bescheuert, ne? Okay, da hatte ich Brainlag ohne Ende. Ich schätze mal, es ist eine gute Idee, auch wenn wir jetzt der Pyranese entgegenfliegen, direkt bei Romulus anzulegen, damit wir die Ressourcen da ruckzuck rübergebracht kriegen. Denn das Schiff muss ja 4-5 Mal hin und her. Dann sollte es so auf jeden Fall schneller gehen. Oh Gott, der Rumpf. Das wird schon passen, ne? Und gleich noch eine Rakete abfeuern, dann weißt du direkt wieder Bescheid. Haben wir gar nicht gebraucht, unsere Abwehrsysteme tatsächlich. Aber wir fliegen mal direkt nach Romulus. Ich glaube, das ist keine ganz so schlechte Idee. Sektor 4 führte zur Abschaltung der Feuerwache. Na gut. Was willst du machen? Aber überall optimal und glücklich, also von daher läuft's. Okay. Jetzt kann ich auch schon mal die restlichen Schiffe eigentlich alle reinholen. Bis auf die 2 Eisschiffe. Ich hole die alle rein. Wir sind ja fast da und fast mit den Kolonisten am Ziel. Rumpf ist okay. Ich hoffe, es läuft alles. Das wird eine echte XXL-Folge zum Abschluss, aber wir ziehen es durch. Oder ich teile es in 2 Folgen auf. Ich weiß es nicht. Dann habe ich es aber in 2 Folgen aufgeteilt, wenn ihr das seht. So, komm an. Da fehlen noch Kolonisten. Halt doch an. Was macht er denn? Jetzt ist er da. Okay. Piranesi, beruhig dich wieder. Jetzt sollte das auch schneller gehen. Die Ressourcen hier abzuliefern, oder? Aber ich muss es nochmal... Muss ich es nochmal anwerfen? Nee. Aber ich sehe es nämlich jetzt nicht mehr. Ach du... Nee, Vita Kala ist ja noch unterwegs jetzt, ne? Wartet auf Andocken. Oh, mach mal keinen Kack jetzt.
Ja, doch, da ist er doch. Bestens. Okay, dann wird das jetzt auch viel, viel schneller gehen. Wir haben... Oh, wir müssen schnell noch die letzten Kolonisten ausbilden. Dann wären wir soweit und könnten aus der 6 und der 5 die Leute rausschicken. Bin tatsächlich mega gespannt. Alter, wie die hier langflitzen, die Drohnen. Die sind ja jetzt richtig schnell. Geil. Ja, guck mal, da war es schon einmal wieder da. Jetzt lädt's direkt die nächsten ein. Haben wir dann insgesamt trotzdem noch genug? 350? Ja. Das reicht, obwohl er jetzt die noch abzieht, die er jetzt noch hinbringt. Sehr gut. Piranesi ist noch ein Stück weg, genau. Und hier geht es schon weiter. Achso, ich habe noch doppelte Geschwindigkeit eingestellt, ne? Ich wundere mich, warum die Drohnen so schnell sind. Du Held. Junge, jetzt bin ich so aufgeregt, jetzt zum Ende. Komm schon. 200 Kolis noch. Das wird ja eine Punktlandung. Kolonisten fertig und die Ashtangitenstädte, hoffe ich. So, Kolonisten abgehakt. Machen wir mal doppelt so schnell. Dass der hier das Ding mal aufbaut. Und dann bin ich sehr gespannt, was abgeht. Pyrenees ist wirklich nicht besonders schnell. Bisschen schade, dass wir die Ashtangiten verloren haben. Aber ja. Wie gesagt, ne? Wer weiß, was noch mit denen gewesen wäre. Haben wir. Fliege die Teilchen über die Planetensystemkarte in die Piranesi. Der Bau der Ashtangitenstädte ist abgeschlossen. Mittels einer Universalfabrik können wir die Rohmaterialien von Romulus in verwertbare Ressourcen umwandeln. Das Fahrzeuglager und die technischen Wartungsräume sind einsatzbereit. Die erste menschliche Stadt auf Romulus ist soeben geboren worden. Fliege die Teilchen? Ich würde gerne. Wie kann ich denn meine Leute jetzt loswerden? Die Gier kann man zurück auf das Teilchen. Alle Schiffe drin. Das letzte Gefecht. Laden die jetzt automatisch ab oder muss ich hier noch irgendwie was... Ich kann ja nichts weitermachen, ne? Okay, ich flatter jetzt mal voll rein.
Jagen die vorher die Leute jetzt noch aus oder was? Ja, ich denke schon. Administrator, if you are listening to this message, it means the Tycoon has reached its destination, despite the unpredictable parameters that framed the equation of its journey. Boah. The crew have found a new home, whether the one planned for or another. These survivors have already begun to lay the foundations of a new cradle, where creativity, invention, and joy can bloom again. Perhaps you already understand why I insisted, why the mission launch was precipitated. When I discovered that the Lunaclysm was inevitable, I also understood that any attempt to save our species after this would have been doomed to fail. You took the helm in the only launch window available to us. Thanks to you, our efforts, our mistakes, our sins and sacrifices will sink into oblivion, into the past, while the first pages are written for a newly born humanity. Ixion. Mega nice. Errungenschaft, Tycoon entfesselt und gespenstige Treue. Ihr Lieben, wie soll ich sagen? Wir haben die Menschheit gerettet. wer hätte es gedacht? Puh, da musste erst mal ein bisschen durchatmen. Ging Ende hier und da ein bisschen knifflig rauszufinden, wie oder was man machen muss, aber wir haben es ja trotzdem irgendwie hinbekommen. Allerdings mit der Variante Romulus tatsächlich. Und Remus ist leider zerstört worden. Vielleicht. Also entweder teste ich es in meiner anderen Runde einfach mal für mich selbst. Ihr werdet sich herausfinden, wie die anderen Enden waren. Möglicherweise gucke ich mal, wie es mit den Speicherständen so ist und ich versuche nochmal reinzugehen und mir nochmal die anderen Möglichkeiten anzuschauen, die es da so gab. Aber wir sind durchgekommen und es war jetzt nicht das stärkste Let's Play auf dem Kanal, aber die dabei waren, haben es gefeiert und ich hatte einen riesen Spaß mit dem Spiel. War genau mein Ding. Fand ich großartig. Gerne nochmal was Neues in der Richtung oder vielleicht gibt es nochmal irgendwie ein DLC oder so. Wäre ich auf jeden Fall wieder mit dabei. Da müssen es auch nicht unbedingt immer die stärksten Aufrufe sein. Wenn da der Spaß an der Sache voll da ist, dann zieht man das auch durch. Schön. Das war eine gute Runde. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen über die ganze Staffel. Waren nur doch mehr Folgen, als ich eigentlich dachte. Und ja, herzlichen Dank für Daumen, Kommis und solche Geschichten. Hat mich sehr gefreut. Und wir sehen uns auf einem anderen Projekt auf dem Kanal hoffentlich wieder. Dann würde ich sagen, danke für die tolle Runde. Macht's gut. Bis denne. Wir sehen uns. Tschüss.